So, Tag zusammen. Es ist wieder Freitag und hier kommen wieder eure Fragen und Antworten. Frauchen sitzt hinten in der Ecke, traut sich auch noch nicht vor die Kamera, aber morgen ist es ja soweit. Und ich habe noch was gesehen. Morgen ist der 1.10. Das heißt, ich habe Einjährigen sozusagen. Ich bin jetzt ein Jahr dabei. Aber das dazu. Egal. Kommen wir erstmal zu den neuen Zugängen. Erstmal meine MP, Killer Joke, nee, Killer Jockel, 95, Bitch Killer, Laktros und Ratter, David Strohmeier, ja, wie soll man das aussprechen? Sloss 150, Ratter 956, GM Bayern Freak, X Forbidden Kingdom X, Austrian Gamer 95, Cool Serie 1, des Todes Kackwurst, The GTA 1234567, Jan 12381, King Dave 2010, Mr. Phantom LP und Mr. Lentos. Gut, dann kommen wir auch gleich zu den Fragen. Gleich vorweg, das fürs nächste Mal, weil mich das ein bisschen nervt. Und zwar, wenn ihr Fragen stellt, stellt sie bitte mit einem Kommentar und spammt nicht komplett dicht. Das ist total nervig für mich, für die Arbeit. Also total, die ganzen Sachen zusammensortieren, von wem kommt die Frage und. Wenn das mal sind zwei Kommentare sind, wo ihr jetzt eine Frage stellt und euch fällt die nächste Frage erst am nächsten Tag ein oder erst nach 2 Tagen, ist es okay, aber nicht total dicht spammen. Da gilt einmal für Wanted Dead, nicht Wanted, nicht du, wie heißt er denn? Wetten, was Alberto? Weil er ist ziemlich oft dabei. Also er schreibt in 5 Minuten 2 Kommentare hintereinander. Dennis an 11, genauso. Also, wie gesagt, das nervt mich ein bisschen. Nur, dass ihr das ein bisschen einstellen könnt. Überlegt vorher, was ihr fragen wollt und ja, speichert euch das sozusagen ab und dann könnt ihr das ja am Donnerstag reinschreiben. Ihr habt ja eine ganze Woche immer Zeit dafür. Gut, ja, machen wir den ersten Kerl. Gut, als erstes kommt 123 Civic. Hallo Xami, ich habe eine sehr wichtige Frage an dich und ich hoffe, du kannst sie beantworten. Ja, ich versuche es noch. Gut, also, ich war vor ein paar Tagen in der Undead Ground Farm bei den Dinohorn-Zombies. Und ich habe mal mein ganzes, oh, ich muss weiter scrollen, ganzes Set bis auf meine Katana ausgezogen. Also meine Cold Boots Gloves mit 7 Sport Amp, dann Buff plus 2 Off Amp und meine Orb ausgezogen. Und mir ist aufgefallen, dass mein Damage fast gleich war, nur etwas weniger. Meine Frage ist das immer so oder wieso ist das so? Danke im Voraus. Ja, es liegt sicherlich daran, dass die Viecher One-Hit für dich sind. Du ziehst den Viechern nicht mehr ab, als die an AP haben. Das liegt nämlich sicherlich daran. Könnt ihr mir höchstens vorstellen, ansonsten wüsste ich jetzt nicht warum. Weil 7 Amp und die ganzen Sachen ausziehen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Hey Xami, hast du mal früher auf der PS3 mal Medal of Honor gespielt? Ich meine, ob du vielleicht Medal of Honor Airborne gespielt hast. Wenn ja, wie findest du das Spiel eigentlich? Und ist es empfehlenswert? Wenn ja, wie findest du das Spiel eigentlich? Also zweimal die gleiche Frage, weil du hast auch ein bisschen gespammt. Ein bisschen viel sogar. Habe ich nie gezockt, Medal of Honor Airborne. Ich habe Medal of Honor damals gezockt, das war Underground auf der PS1, aber nicht auf der PS3 habe ich noch keinen Teil davon gespielt. Kann ich dir nicht sagen. Und vielleicht die letzte Frage, als du noch ein Jugendlicher warst, hast du vielleicht ein Mädchen in deiner Klasse verliebt, aber warst du schüchtern und hast du dich getraut, mit ihr zu reden? Du meinst wohl eher, ob ich zu schüchtern war, um mit ihr zu reden. Das ist klar, Schulzeit war immer so, ne? Da ist man lieber unter Freunden, sagt, oh, die ist heiß und so, ich traue mich aber nicht. Das ist ja klar, ist meistens so. Kommt auch an, in welchem Schuljahr. Jetzt, wo war ich denn stehen geblieben? Und jetzt die letzte Frage. Als du früher in der Schule warst, mochtest du die Schule oder nicht? Mit freundlichen Grüßen, Dennis Sauern, 11. Warum habe ich denn da 1, 2, 3 Seefig stehen? Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Egal, die ganzen Fragen waren jetzt von Dennis an 11. Verdammt, jetzt bin ich hier durcheinander. Egal. Jetzt nochmal zu der Frage. Ja, die Schulzeit war damals geil, aber später hatte ich keinen Bock mehr auf Schule. Kann ich nur, also so war das bei mir. So, und jetzt kam es ja wieder, weil du so oft gespammt hast. Jetzt wirklich die letzte Frage. Wie alt bist du eigentlich und wie heißt du mit Nachnamen?
Mein Nachnamen werde ich dir nicht verraten, aber wie alt ich bin, werde ich dir verraten. Ich bin 22. Und jetzt schon wieder. Jetzt ist wirklich, wirklich die letzte Frage. Nimmst du auch Freundschaftsfragen in YouTube an und hast du Facebook? PS, wenn ich wieder eine Frage stelle, dann nehme ich eine Waffe und schieße meine Finger weg. XD, freundliche Grüße, Dennis an. Ja, das ist ein guter Vorschlag, den du machst. Freundschaftsanfragen nehme ich eigentlich ungern bei YouTube an, weil ich dann zu viel sehe. Sagen wir es mal so, ich kriege ja per E-Mail alles Bescheid geschickt, was Neues und. Das habe ich ja extra so eingerichtet, damit ich die Kommentare schneller rauskopieren kann und so weiter. Und wenn ich euch dann als Freund dazu habe, dann sehe ich immer, was ihr macht, wo ihr einen Kommentar reinschreibt, welches Video ihr favorisiert, welches, wen ihr neu abonniert und was ihr hochladet und so weiter und so weiter. Also deswegen nehme ich ungern Freundschaftsanfragen an. Wir können das ja so sagen, ihr seid ja Abonnenten, könnt ihr euch genauso zählen als Freundschaftsanfrage. Das ist eigentlich genau dasselbe. Als Freundschaftsanfrage sieht man halt genau das gleiche wie als Abonnent. Nur will ich ungern sehen, was ihr mal gerade macht, da ich sonst zu viel da bei YouTube sehe. Deswegen, Facebook habe ich nicht, kann ich schon mal so sagen. Weil mir der Scheiß da auf den Sack geht. Facebook hier, Facebook da, gefällt mir hier, gefällt mir da. Gefällt mir überhaupt nicht, das Teil. Gut, dann muss ich wieder einen kurzen Cut machen. Und wie gesagt, Dennis, dann singst mal, überlegen, schreib dir die Fragen auf, was weiß ich, auf einen Stichzettel und dann stellst du alle Fragen auf einmal. Und nicht so viel in verschiedenen Kommentaren. Danke. So, als nächstes fragt Train Ryuko. Hey Xami, ich wollte mal deine Meinung dazu hören, ob es eine gute Leistung ist, mit einem 160 Wi Gravis Router den Tank mit 2 bar SP zu downen. Auf jeden Fall ist das gut. Also, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich nie Wizard gespielt habe, wie die drauf sind oder so, aber auf jeden Fall ist das gut. Also, es gibt ja auch Leute, die das schon mit 150 machen, aber es kommt ja immer aufs Set drauf an und so weiter und so weiter. Das Video habe ich mir angeguckt, ist echt gut geworden. Ja, weiter kann ich nichts dazu sagen. Schöne Grüße aus kabal.de. PS wollte durch diese Frage auch mehr Klicks auf meine Videos bekommen, falls sich das jemand dadurch anschauen will. Kein Problem, das könnt ihr gerne machen, aber kommt aber bitte nicht zu häufig. Gut. Als nächstes kommt Topwin 2. Hi, wieder eine sinnlose Frage. Die ist, kann ich für die sinnlose Fragen sein? Ich kann da nichts drauf antworten. Gut, einen kurzen Cut wieder. Gut. Als nächstes 123 Seeweg. Jetzt, Entschuldigung noch gerade eben, dass ich dich vertauscht habe mit Dennis an. Und da bin ich irgendwie durcheinander gekommen mit meiner Liste. Gut, hallo und hier wieder ein paar Fragen von mir. Erstens, ich habe auch einen FB und wollte wissen, was ist besser? Amp oder Critical Damage für FB? Oder in Orb Crystal? Amp und Katana Damage oder umgekehrt? Also ich kann persönlich sagen, FB geht eigentlich nur auf Crit Damage. Und den Rest halt auf M. Also Waffen auf jeden Fall Crit Damage genauso wie Helm. Ja, getestet habe ich den Unterschied nicht, aber man sagt immer, man geht auf Crit Damage. Ich selber bin auch nur auf Crit Damage gegangen und ich kann sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Gut, zweitens, mach mal ein Video, wie man retarget. Wird kommen, diese Tutorials werden alle kommen mit Combo, retargen und so weiter und so fort. Nachdem Reading Hall fertig hochgeladen ist. Ist, glaube ich, jetzt nur noch ein Part offen und dann geht das los. So, drittens, auf welchem Level hast du G-Master, Completer und Trendskill? Immer noch auf 9. Mir wurde schon gesagt, ich soll den Completer auf 12 machen. Das funktioniert anscheinend immer noch in der Combo. Irgendwie kam ich noch nicht dazu oder hatte irgendwie keine Lust dazu. Aber wie gesagt, die drei Skills habe ich alle auf 9, weil ich die halt alle drei in einer Combo benutze. Gut, viertens, welches Upgrade-Skill hast du? Ja, eigentlich die Standard-Dinger. HP, Defense, Defense 2, Attack, Attack 2 und als Nummer 6 habe ich dann Sixth Sense, das ist Defense Rate. Ich war erst am überlegen, ob ich mir MP dazu hole, ob wegen Mana Freeze Resist, aber das habe ich dann doch gelassen. Gut. Welche Essenzruhen hast du? Ganz langes U. Okay, ich habe ja die Sword Amp Rune, die HP Stil Rune, also die Prozentzahl. Dann habe ich HP Rune auf Max, die Defense Rune auf Max,
STL int dex Rune habe ich drinne. Ja, die ganzen Alstrop Dinge habe ich auch drinne, aber habe die nicht weiter hochgeplust. Was habe ich noch drinne? Ansonsten habe ich nichts weiter drinne. Ich spare mir jetzt zur Zeit. Ja, ich versuche als nächstes, sobald die Sword Amp Rune auf Max ist, werde ich als nächstes die Attack Rune hochholen. Holen und hochziehen, so. Gut, sechsten, wie viel Sword Skill Amp hast du? Jo, das wär's denn. XD. Wie viel Sword Amp habe ich? Weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube 54. Ich habe aber gerade keinen Plan. Einen Moment, ich gehe da einmal kurz nachschauen. Okay, gut. Ich bin gerade im Spiel drin. Also, ich erzähle dir jetzt mal alles, was ich da habe. Also, Attack habe ich 1132. Defense habe ich 1176. Crit Damage habe ich 191 und Sword Skill Amp genau 50. Warum habe ich genau 50 Amp? Ich meine, ich hatte 54. Habe ich irgendwas anderes an? Achso, ich habe damals noch die Amp-Rune mitgerechnet. Ja, also genau 50 Amp habe ich zurzeit. Gut, dann kann ich ja Kabal wieder schließen. Gut. Und dann kommen wir zum nächsten. Das wäre, das wäre es dann. Das war ja noch der letzte Satz. Danke für die Fragen. Als nächstes kommt Gartenzwerg 1337. Hey, ich bin's, Zwerg. Meine Fragen sind, erstens, jeden Freitag hast du ein Schlabber-T-Shirt an. Ich ja auch, in Klammern. Aber zieh dich doch mal richtig an, wie wenn du mit meiner Freundin ausgehst. Bin ich dir ganz ehrlich, so wie ich jetzt hier sitze, so gehe ich auch mit ihr aus. Ins Kino oder was weiß ich. Und Schlabber-T-Shirt ist für mich nicht so ein T-Shirt. Schlabber-T-Shirt sind für mich eher so Riesenteile. XXXL. Das wären für mich Schlabber-T-Shirts. Gut. Zweitens. Wenn du mit deiner Freundin zum Beispiel in ein Restaurant gehst, was bestellst du dir? Erstmal ein Bier. So. Trinken und essen oder sagst du auch Chicken Wings vom Aldi? Naja, wenn sie die da hätten, glaube ich, würde ich das sagen, aber das haben sie ja nicht. Also als erstes trinken bestelle ich mir meistens ein Bier und dann irgendein Gericht, wo hauptsache Fleisch dabei ist. Gut, hör auf zu lachen da hinten. Drittens, rauchst du eigentlich und wie alt bist du? Ich rauche und ich bin 22. Das habe ich, glaube ich, auch gerade eben noch erzählt. So, viertens, das war mal wieder von mir. PS, coole Videos, mach weiter so. Jo, ich hoffe, das kann ich auch weiterhin so machen. Gut, als nächstes kommt JD Dark 10. Hey, wie lange hast du gebraucht bei Kabal gebraucht? Komisch. Hey, wie lange hast du gebraucht bei Kabal gebraucht, dein Account auf Level 180? Mehr steht da nicht. Also, gebraucht habe ich, wie lange? Also, ich spiele 4,5 Jahre mit Kabal. Kann man so sagen, dass ich so lange gebraucht habe. Ich habe damals mit Blader als erstes angefangen, dann aufgehört mit dem Blader, dann, ich glaube, ein Jahr Pause gehabt fast. Und danach den FB hochgezogen. Also, das kommt immer drauf an, wie krass man suchtet, sagen wir es mal so. Also, wenn man das richtig krass durchsuchtet, also richtig extrem levelt, ich glaube, das schafft man innerhalb von 2-3 Monaten, ist man locker 180, schätze ich. Und kannst du vielleicht ein LP über Dead Island machen? Da bin ich noch groß am Überlegen, was ich da mache. Also, ob ich das Let's Play, aber ich denke mal schon, weil das Spiel ist echt richtig, richtig geil. Ich habe das jetzt immer angespielt und so, also, Porno. Gut. Als nächstes kommt Wanted Dead or Love. So, neue Fragen, neues Nerven. Ich bin es mir nicht sicher. Die Fragen kamen schon mal, aber stell sie trotzdem nochmal. Hast du mal ein Instrument gespielt oder spielst du es sogar noch? Also ich damals, wo ich 15, 16 war, habe ich mal gespielt. Das war Schlagzeug, aber ich spiele davon gar nichts mehr. Das war auch, ich glaube, nur ein Jahr habe ich das gespielt. Mehr auch nicht. Also ich kann davon gar nichts mehr. Also irgendwann auf Box irgendwas raus, also an Ton, irgendwas. Scheiße, was soll ich sagen? Also ich kann es nicht mehr. So, Punkt. Zweitens, sind diese Serverlags bei Kabal nicht grauenhaft? Oh ja, das waren sie. Sie sind endlich vorbei. Wo die Serverlags waren, das waren, glaube ich, zwei Wochen. Ich hab Kabal ehrlich gesagt nicht angerührt, weil mir das auf den Sack geht. Erstmal 10 Minuten warten, bis du auf dem Server drauf bist. Geschweige, dass du deinen Charakter auswählen darfst. Und dann musst du nochmal 10 Minuten warten, bis du auf dem Server raufkommst. War einfach grauenhaft.
Vor allem das Auktionshaus konntest du nicht, du konntest dein Storage kaum öffnen. Also ich habe Kabal so gut wie nie angefasst. Nur mal kurz reingeguckt, mehr auch nicht. Aber jetzt funktioniert es endlich wieder. Gut. Gut, das war's eigentlich von dir. Dann mache ich jetzt wieder mal einen kurzen Cut. Gut. Als nächstes kommt. Wer kommt denn jetzt? Wo war ich? Da! Bait Mental Freaky. Oder Ach, egal. Was denkst du genau in diesem Moment, wo ich frage, was du in diesem Moment denkst? Keine Ahnung. Jetzt denke ich gerade nichts mehr. Was denke ich gerade? Was denke ich denn gerade? Keine Ahnung. Ja, auch zu lange. Ja, du bist morgen fertig, glaub mir. So. Gut. Gut, weiter. Ja, also nächste, also wieder 1, 2, 3, Civic. Yeah, endlich geht's aha wieder und einloggen wieder schnell. Noch eine Frage. Konntest du mal K of Chaos Level 6 solo machen? Zweite Welle komme ich locker, aber danach ist Ende. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber kann ich mal machen. Einfach so aus Fun, kann ich gerne mal machen. Gut, als nächstes und als letztes kommt ja mal mein Lieblingsschwabbelbacke, sage ich jetzt mal. Ne, Patrick? So, Abendmax. Ja, ich bin's, Patrick. Ja, wie immer. Erstens, willst du uns mal ein Video zeigen, wo du in Combo 30 machst? Ja. Also, wo ich eine Combo 30er mache. Haha, sehr witzig, Patrick. Also, mein Rekord ist bei 32. Sonst bei Videos schaffe ich immer so 22, 25. Aber ich knack die 30 sau selten. Keine Ahnung. Das müsste per Zufall sein, dass ich gerade Fraps am Laufen habe. Dass ich da über eine 30er kommen mache. Aber ich kann Screenshot zeigen. Den habe ich noch als Beweis. So, zweitens. Machst du mal ein Let's Play in betrunkenen Zustand mit mir und Chris? Im betrunkenen Zustand. Also das ist. Ja, das ist das Nein, ne? Also. Ja. Im betrunkenen Zustand, du bist gut, dann frage ich mich, was sollen wir Let's Playen, wenn ich besoffen bin? Warum denn nicht? Welchen Daten? Ja, Quatsch. Wenn ich besoffen bin, ja, Quatsch. Ich nehme auf, aber dann stelle ich es doch nicht gleich hoch. Ich muss das Video erst bearbeiten. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, was wir dann Let's Playen sollten. Aber irgendein Scheiß fällt uns sicherlich dann ein. So, drittens. Kannst du mal zeigen, Video, sehen, alle zusammen, wie oft du verreckt bist oder aufzählen? Also du meinst, wie oft ich verreckt bin und aufzählen? Das kann ich dir nicht sagen. Also beim ersten Mal habe ich aufgehört zu zählen. So kann ich das sagen. Keine Ahnung. Oft genug auf jeden Fall. Und am Ende jetzt. Geile Videos, mach weiter so. MFG Patrick. Jo, danke dir, Patrick. So, das waren alle Fragen für dieses Mal. Es wird gleich noch ein Infovideo kommen, wegen den scheiß Ansynchron Problem, was ich jetzt zur Zeit habe. Da will ich euch genau erklären, was das Problem ist, damit ihr auch ein bisschen aufgeklärt seid. Gut. Das waren jetzt alle Fragen soweit. Ja, wie immer. Jetzt muss ich kurz gucken. Da. Ihr könnt da wieder klicken für die nächsten Fragen, für nächste Woche Freitag. Notfalls steht der Link auch wieder in der Beschreibung drin. Und dann sage ich wie immer bis dahin tschüss und bis nächste Woche.